Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe von Wurzelheimat, der Talk ins Unbekannte. Wir werden heute den Wurzeln nachspüren, aus dem Unbekannten wieder einmal, wer oder was steuert unser Leben. Und da freut sich mit Sicherheit auch meine Co-Moderatorin, die Susan Freudsheim, darauf, unsere wundervollen Gäste hier kennenzulernen. Wir haben hier Sabine Bienholz, den Jan Stöcker, den Ananda Nafzka und nicht nur für die musikalische Begleitung und für die Heilung ist unsere Christine Nemeth hier. Hallo, willkommen. Ich darf euch auch aus ganzem Herzen begrüßen und freue mich sehr auf diese Runde. Dankeschön. Danke. 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 Ja, Freude ist mit Sicherheit ein Thema, das unser Leben vielleicht steuert. Traurigkeit steuert unser Leben, rauf und runter steuert unser Leben, Resonanz steuert unser Leben. Und ihr habt gleich mehrere Leben. Oder? Sabine, du hast gesagt, auf deinem Kärtchen steht hier Lehrerin, das bin ich auch schon lange nicht mehr. Ich bin jemand, der jetzt Transformation macht in das Herz hinein und dein Mann unterstützt dich dabei. Was genau bedeutet das? Ja, wenn man sich zu dieser Frage, wer steuert unser Leben, wenn man da mal richtig reinspürt, dann ist das ja schon wirklich eine sehr, sehr interessante Frage. Und wenn ich so mein Leben betrachte, dann hat sich das auch immer sehr, sehr stark verändert, sage ich mal, im Laufe meines Lebens, was mich gesteuert hat und was nicht. Und insofern meine ich halt, ich habe zwei Leben. Das eine Leben fand ganz statt in dieser Matrix. Jeder von euch kennt ja wahrscheinlich den Film Matrix. Da bin ich voll in diesem System, in dieser Matrix drin gewesen und das zwar recht lange in meinem Leben und ich kann sagen, 62 Jahre meines Lebens war ich da drin. Ich war halt, wie gesagt, Lehrerin für Mathematik und Physik, 42 Jahre lang. Und das ist schon eine echt lange Zeit. Ich muss allerdings sagen, auch in dieser Zeit hat sich daran was verändert, was mein Leben gesteuert hat. Ganz prägnant für mich war eigentlich schon meine Geburt. Das habe ich irgendwann jetzt in der letzten Zeit erfahren, dass ich eigentlich ein Junge sein sollte und kein Mädchen. Und wenn man das spürt man ja als Seele, wie das so ist. Und ich habe das Bild bekommen, dass ich in dem Arm meiner Mutter liege und sie sich nicht freut. Und ja, und das heißt, man war direkt, als man auf diese Erde kam, nicht angenommen, so wie man wirklich war. Und das hat mein ganzes Leben geprägt. Das hat mich sehr stark geprägt, weil das ist immer weitergegangen. Immer hatte ich das Gefühl, ich bin nicht richtig. Also alles solche Glaubenssätze, die einen dann ja auch wirklich steuern. Ich bin nicht richtig, mach dies nicht richtig, mach das nicht richtig. Und heute weiß ich halt, wo das auch, welche Ursache das auch mit hatte. Und ja, mein Leben war dann ganz stark geprägt dadurch, dass ich es immer allen recht machen wollte. Weil ich hatte ja schon erlebt, dass ich nicht richtig war, also habe ich versucht, das Ganze zu kompensieren, indem ich immer das liebe Mädchen schon war. Ich hatte zwei Geschwister, ich war das liebe Mädchen. Für mich war aber damals immer schon, wenn die dann da saßen und sich stritten, wusste ich gar nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich wollte eigentlich immer in meinem Leben Frieden haben und keinen Streit oder so. Ne? Ja, so bin ich dann durch mein Leben, das anfänglich durch mein Leben gelaufen und war eigentlich immer auf der Suche. Ich wusste immer irgendwie, das kann's nicht gewesen sein. Auch als Jugendliche, irgendwie gehörte ich nie wirklich dazu. Das ist mir aber auch alles erst hinterher bewusst geworden. Und ich wollte immer so gerne dazugehören. Es war also da auch wieder dieses Gefühl, warum ich wurde zwar eingeladen zu Kindergeburtstagen oder zu Geburtstagen von Freundinnen und so, aber es war nie so, dass jemand da war, der so ganz eng mit mir verbunden war. Genau, vom Herzen her. Ja, und so war ich halt mein ganzes Leben lang auf der Suche. Und das ging dann so weiter, so wie ich erzogen war, habe ich natürlich auch einen Mann geheiratet, der mir das gespiegelt hat im Außen, weil ich sollte ja irgendwie erkennen, dass das nicht das Leben ist und dass ich wieder dahin zurückfinde, wo ich eigentlich hergekommen bin, nämlich aus der unendlichen Liebe, aus der
also ein göttliches Wesen bin. Aber das hat echt lange gedauert, bis das bei mir dann wieder aufgetaucht ist. Wollte der Vater einen Sohn oder die Mutter? Bei meinem Vater bin ich gar nicht so sicher. Meinem Vater wurde gesagt von einem Onkel von ihm, das hat er auch mal erzählt, der hat dann gesagt zu ihm, ach, nur ein Mädchen. Und da ist mein Vater wohl sehr wütend geworden und hat gesagt, was erzählst du denn da? Ein Mädchen ist genauso viel wert wie ein Junge. Aber meine Mama wollte, die kam halt aus einem Haushalt, wo es nur Mädchen gab, die wollte meinem Vater einen Erben schenken. Dann passierte natürlich auch noch das, 15 Monate später, da wurde mein Bruder geboren. Da okay. war dann der Erbe, der männliche Erbe da und ich war auch nicht mehr so wichtig, glaube ich dann. Ne? Denn das, was man sich gewünscht hatte, war dann da. Also solche Situationen oder solche Gegebenheiten, die man mitkriegt in seinem Leben, die prägen das Leben und die steuern uns natürlich auch sehr lange in unserem Leben. Nun mit 62 Jahren hatte ich aber auch schon sehr viel selber immer gedacht, ich habe gesucht, ich habe gedacht, es muss doch noch was anderes geben. Ich hatte mit 33 Jahren 3 Kinder, ein Haus, war Lehrerin, mir ging es gut. Ich hatte alles immer im Außen, aber mir fehlte hier drinnen in meinem Herzen, fehlte mir alles. Und wenn ich da jetzt reinspüre, dann kommen mir heute noch die Tränen, weil das eine Zeit war, in der ich völlig alleine war, auf mich selbst gestellt und auch immer das Gefühl hatte, ich muss alles alleine. Obwohl du einen Mann hattest und 3 Kinder. Obwohl ich einen Mann hatte und 3 Kinder. Ja. Aber das kenne ich nur zu gut. Also viele Sachen haben mich sehr berührt, die du gerade erzählt hast. Und es fängt auch mit der Geburt an und geht dann über mein Leben genauso weiter. Also du hättest wirklich auch teilweise mein Leben beschreiben ja. können. Was ich jetzt sehr spannend finde, ist, auch diesen Seelenruf kenne ich auch. Man weiß ja nicht, was da ruft, aber es ruft irgendwie, wird ja. immer lauter. Genau. Wann war für dich der Moment, dass du das wirklich für dich erkannt hast, wie wichtig deine Seele ist? Weil wir bekommen das ja nicht gelernt. Und was ist überhaupt die Seele? Da muss man erst mal selber drauf kommen. Ja? Also wo war dann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, Lehrerin ist das eine, aber dass wirklich diese Transformation für dich stattfand? Ja, das war halt dieser Punkt, wo ich 62 Jahre alt gerade geworden war. Und meine Geschichte hört sich an wie ein Kitschroman. Ich war nicht krank, ich hatte keine Nahtoderfahrung oder sonst irgendwas, aber ich habe mich in den Baggerfahrer vor der Haustüre verliebt. Weil ich hatte nur Akademiker um mich herum und ich hatte nur solche Menschen, die voll im Kopf unterwegs waren. Und da war ein Mensch draußen auf der Straße, der ist zur Seite gefahren mit dem Bagger, wenn ich kam. Der hat mich gegrüßt, der hat gelacht, wenn ich kam, der hat einfach mich gesehen. Seit Jahren, Jahrzehnten war das der erste Mensch, der mich gesehen hat. Und ihr merkt gerade, wie sehr mich das berührt, weil das zeigt, wie einsam ich vorher war. Mhm. Und dann, ich hatte vorher schon die Jakobsweg-Bücher von Nape Kerkelin und von Paulo Coelho gelesen, die habe ich dann nochmal gelesen und das Erste, was ich dann gemacht habe, ich war ja Lehrerin, ich hatte ja wirklich 6 Wochen Sommerferien. Ich bin dann 2017 im Sommer auf den Jakobsweg gegangen und ich habe diesen ganzen Weg gemacht. Das war die freiste und schönste Zeit in meinem Leben. Zum ersten Mal hatte ich Zeit für mich, weil ich war ja auch noch Lehrerin. Ich kümmerte mich ja auch noch um alle meine Schüler. Ich habe mich um meine alten, kranken Eltern gekümmert. Und ich blieb irgendwo auf der Strecke. Und dann bin ich los, es war alles geregelt. Und ich habe praktisch wie Hab Kerkelin gesagt, so, ich bin dann jetzt mal weg. Ne? Und das war ich auch. Und das habe ich auch durchgezogen. Und in der Zeit habe ich halt ganz viel mit Gott und mich unterhalten auf diesem Weg. Ich war, wie gesagt, das Thema Kirche hatten wir ja eben auch. Ich war verheiratet, auch kirchlich verheiratet. Und mein größtes Problem war, ich wollte schon lange nicht mehr mit diesem Mann leben, aber ich hatte ja vor Gott versprochen, dass der Tod euch scheidet, das so geht. Und auf diesem Jakobsweg habe ich dann die Nachricht von Gott bekommen, dass ich das nicht muss. Immer und immer wieder kam diese, du musst das nicht. Für mich musst du das nicht tun, mein Kind. Er hat wirklich so mit mir gesprochen. Und als ich dann zurückkam, ging natürlich gar nichts mehr in das alte Leben zurück. Das war überhaupt nicht mehr möglich, wollte ich ja auch schon vorher nicht. Und dann bin ich ganz schnell ausgezogen und dann ging mein zweites Leben los, wo ich mich selbst gefunden habe. Erstmal wirklich 2,5
dreieinhalb Jahre nur für mich selber da war, viele Seminare gemacht habe, viel erkannt habe, ganz viel geforscht habe. Und ich sage immer, das war die tollste Zeit in meinem Leben. Ich habe so viel gelernt. Ich dürfte so viel lernen und so viel sehen. Und meine Schüler waren meine besten Spiegel. Die haben mir gezeigt, wie stark ich mich verändert habe. Ich habe meine Schüler geliebt und die haben mir das immer wieder gespiegelt, ne? Und das war ganz fantastisch, was ich da erlebt habe in dieser Zeit. Und ich habe immer gesehen, ich bin auf dem richtigen Weg. Aber die Suche war immer noch nicht so zu Ende. Aber bevor wir mit deiner Geschichte weitermachen, möchte ich diesen Mann an deiner Seite mal zu Wort kommen lassen. Ja, sagen. Auch früher IT-Spezialist, Betriebswirtschaft studiert. Und jetzt steht da auch nochmal oben drüber in Klammern Transformation für Menschen mit Herzen. Du begleitest jetzt seit 3 Jahren. Oder? 3 Jahre? Ja, ich kriege jedes Mal Tränen in die Augen, wenn sie das erzählt. Ich kann nicht. Es ist einfach immer noch berührend für mich. So darf es ja auch sein. Ja, ich habe echt Tränen in den Augen. Ja, ich weiß, ich habe den ganzen Tag schon Tränen. Ich muss auch mein Tempo haben. Gleich, wenn es nicht geht. Wir haben ein Abo im Tempus hier. Das ist ein altes Leben. Das ist die alte Matrix, was du gerade beschrieben hast, IT und Betriebswirtschaft. Mhm. Und die hat mich lange, lange, lange gesteuert. Von einem Termin zum nächsten, das nächste Rechenzentrum, allen recht machen. Immer das Außen entscheidet, immer im Hamsterrad. Und wenn ich in meine Kindheit zurückgucke, was ich als Kind und Jugendlicher gemacht habe, ich war immer draußen. Bin auf den höchsten Baum geklettert. Selbst im Winter in den Bach gesprungen, schwimmen gegangen, Fahrrad gefahren, Ski gelaufen. Meine Eltern haben mir ein großes, großes Geschenk gemacht. Sie haben mit uns Vieh unternommen. Sowohl segeln, bei meinem Papa Hochseesegeln gelernt, Skilaufen gelernt, in Bergen geklettert. Alles, alles, was geht. Und dann bin ich in diese Maschinerie. Und die hat mich gesteuert. Weil du gerade IT sagtest. Hast du irgendwann einmal in deinem Leben unbewusst eine falsche Biegung genommen? Nee, falsch war die gar nicht. Die war genau richtig. Die war richtig, um zu verstehen, was das Leben steuert. Mhm. Oder wie wir uns von außen steuern lassen. Jetzt im Nachhinein. Im Nachhinein. Mhm. Aber dazu muss ich da durchgehen. Mhm. Ja, wie Sabine sagte, sie musste auf den Jakobsweg, um in die Verbindung zu kommen. Und ich denke auch, es braucht den Prozess. Ja, ohne genau. Diesen Prozess erkennen wir es eben auch nicht. Ja. Ja. Und es ist eigentlich wurscht, ob du mit 62 irgendwie völlig egal. Innerlich erleuchtet aufwachst und denkst, yippie-yay, oder mit 14, es ist ganz egal. Es ist ja jedem sein Weg. Susan, weil wenn ein junger Mensch sagt, okay, ich kann diese Maschinerie zwar kennenlernen, aber wenn ich mich früher auf den Weg mache, wo eigentlich mein Herz hin will, kann ich mir vielleicht 40 Jahre Inkarnation sparen. Aber an dem Punkt, das kannst du doch gar nicht steuern. Nee, aber was du machen kannst, du kannst ihm helfen, seine Berufung zu finden. Ja, das habe ich ja bei meinem Sohn zum Beispiel auch gemacht. Aber bei mir hat das wie bei dir auch keiner gemacht. Das heißt, ich musste ja selber auf den Weg. Machen wir die Sendung. Ja? Ja, aber ich bin 54, da mit 14 hat mir keiner diese Sendung gezeigt. Ja, eben. Ja, aber für die machen wir es doch. Mhm. Wir machen es doch, damit andere gucken können, Mensch, kann ich was anderes vielleicht auch noch ausprobieren? Darum geht es doch. Die vielleicht auch jetzt diesen. Ja, wie ist es uns ergangen? Das hilft vielleicht den anderen zu sagen, ja, ich mache mich auch mal auf den Weg. Ich gucke auch mal, wo es für mich vielleicht dann lang gehen kann oder so. Ja, jeder kann ja, hat die Möglichkeit, ja bei jemandem anderen anzudocken. Vielleicht findest du jetzt einen Lehrer, der auch sagt, ach guck mal, geht anders, weißt du? Ja, oder ich, bei mir kommt jemand, du kennst doch die IT, oder? Ich liebe es auch mit Jugendlichen. Also ich bin bei uns auch zu Hause ehrenamtlich lange Jahre der Feuerwehr gewesen. Wobei ehrenamtlich hört sich immer so an, ist eigentlich viel härter als Berufsfeuerwehr, weil du immer im Einsatz bist. Das Schönste, was ich rausgefunden habe, nachdem ich durch dieses, ich sage es jetzt bewusst, dunkle System gelaufen bin, ist, wenn du anderen Menschen die Hand reichen kannst. Mhm. Ob es jetzt ist, diese ältere Dame, die gestürzt ist, ich hatte so ein Beispiel, da musste man in die Tür rein als Feuerwehrmann, Tür aufmachen, helfen. Und er hat mich angestrahlt, diese alte Dame, und sagt, junger Mann, und so jung war ich da nicht mehr, sagte, junger Mann, es ist schön, dass Sie kommen, die Tür ist nicht schlimm, können Sie mir bitte aufhelfen? Und da das war für mich wirklich so, nicht, da irgendwas gebrannt hat oder sonst irgendwas, dieser eine Moment hat mein ganzes Leben verändert, weil ich gesagt habe, nee, wir müssen einander die Hand reichen. Darum geht's.
Und das machen ja viele. Und zum Glück sind es so viele. Mit Heilung, mit was auch immer. Da werden wir heute noch ein paar Mal die Hände reichen aneinander. Was sagt dir diese Geschichte? Kommt dir da irgendwas bekannt vor? Ja, du fragst mich ja aus dem Grund, dass du etwas von mir weißt schon. Echt? War bei mir natürlich auch so. War genau so. Bin im Bauernhof aufgewachsen und war da in diesem Leben und habe das Gefühl gehabt, irgendwie mit Denken und mit Machen und mit Krampfen und mit sich anstrengen, von nichts kommt nichts, habe mich angestrengt und so viele Dinge gemacht. Berufslehre, war Privatpilot, Offizierschule, studiert. Und irgendwie war immer in mir so diese Traurigkeit, irgendetwas hat gefehlt. Und zum Titel der Sendung, was steuert mein Leben, es war eigentlich diese Sehnsucht nach dem, was alle 8 Milliarden Menschen haben, das habe ich dann auch später herausgefunden. 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde haben eine einzige Motivation und das ist ihr Gefühl. Sie wollen ein gutes Gefühl. Sie wollen alles, was sie tun, machen sie, damit sie Lust gewinnen oder Leid vermeiden. Eigentlich ist es so einfach im Kern. Die Leute, die Menschen wollen ein gutes Gefühl. Ich wollte das auch und habe eigentlich mein ganzes Leben eine Frage in mir gehabt, wie gelingt mein Leben? Wie gelingt mein Leben als Mensch, als Ehemann, als Vater, als Geschäftsleiter, wie gelingt mein Leben? Das war wirklich so meine Motivation und habe gesucht. Ich war unterwegs, ich habe gelesen, ich habe Kurse gemacht und immer wieder hatte ich das Gefühl, ich habe es gefunden und dann irgendwie habe ich es doch nicht gefunden, dann war ich wieder weiter und so. Bis ich zu einem Vortrag war, vor jetzt 2010 war das, über Quanten. Ich habe nicht gewusst genau, um was es geht, aber ich wusste einfach plötzlich, jetzt habe ich es gefunden. Jetzt bin ich angekommen. Ich wusste nicht, was ich gefunden habe, ich wusste nicht, wo angekommen, ich wusste nicht, was das bedeutet. Aber das war so ein unglaubliches Gefühl, einfach zu wissen, die Suche ist fertig. Also du bist angekommen. Mit dem kannst du etwas machen. Weil du hast jetzt bei dir den Titel Mentor für Quantenbewusstsein. Genau. Das hört sich schon ziemlich komplex an. Ja, da musste ich mich auch irgendwie finden. Was mache ich genau? Am Anfang war es aus der Not heraus. Ich habe auf eine sehr unschöne Art meinen letzten Job, den ich nie aufgegeben hätte, verloren. Also ich habe eine einzigartige Bildungsfirma geleitet, war dort Geschäftsleiter und Rektor und da hat es firmeninterne Veränderungen gegeben und es hat einfach nicht mehr gepasst. Und dann ist so, ich war wieder am Nullpunkt, ich hatte so viel aufgebaut, ich war wieder am Nullpunkt, keine Ahnung, wie ich jetzt mein Leben weiterleben soll. Und dann eben kamen diese Zufälle. Freund, der irgendwo anruft und sagt, kommst du mit mir? Und dann habe ich das erste Mal von dieser Quantengeschichte gehört. Gedacht, ja, spinnt der irgendwie? Ich will doch nicht noch mehr Ingenieur werden und studieren und so. Wenn schon, will ich erleuchtet werden. Warum lädt mich jetzt ein Seminar für Quantenheilung und so? Und dann bin ich wegen dem eben, habe ich dann die Gegend gesucht, das war, hat mich interessiert, war ein Seminar in Österreich, 500 Leute und das war ausgebucht. Ich dachte, was ist das Verrücktes? In der Gegend gesucht und habe dann einen Vortrag gefunden und das hat mein komplettes Leben verändert und seither weiß ich auch, was mich steuert. Also letztendlich ist es einfach, für mich ist es die Grundlage von allem, Bewusstsein. Es geht um Bewusstsein. Es geht auf allen Ebenen von Bewusstsein, also Tagesbewusstsein, Unterbewusstsein, Unbewusstsein. Und der Begriff Bewusstsein als Synonym für Quelle, Gott, Feld oder was auch immer. Es geht immer um Bewusstsein. Es fängt alles beim Bewusstsein an. Und ohne Bewusstsein gibt es kein Leben. Es gibt keine Realität. Das ist noch verrückt, wenn man das plötzlich feststellt.
das ist alles, was wir hier haben, eine Illusion, ein unglaubliches Theater, eine Truman-Show und wir können drin herumtanzen und turnen und es ist nicht real. Wenn du dir jetzt überlegst, Realität gibt es nicht. Das kommen Lichtimpulse, die nehmen irgendwelche Sachen auf mit die 3 Milliarden Augenstäbchen und dann gehen da diese elektrischen, chemischen Signale hinten ins Sehzentrum und dann werdet ihr auf den Kopf gemacht und dann rechnet der Kopf alles noch um. Also das ist nur ein Konstrukt in meinem Kopf. Für mich ist Realität ein Konstrukt. Aber bei diesem Konstrukt ruft dich dann der Banker an und sagt, deine Ratingrate ist schlecht. Verstehst du, was ich meine? Ja, also es ist natürlich der Zuschauer, der denkt, okay, ihr habt jetzt hier leichtes Reden über Bewusstsein, aber ich weiß im Moment nicht gerade, wie ich meine Rechnungen zahlen soll. Das kenne ich nur zu gut. Aber es ändert alles, wenn du dieses Bild änderst und du weißt letztlich, dass das alles ein Konstrukt ist. Und zwar ein Konstrukt, welches jeder Mensch jeden Augenblick selber macht. Mhm. Stell dir das mal vor. Und keiner von uns hat eine Ahnung, was der andere sieht. Mhm. Ich sehe jetzt das und habe das ist rot, du sagst auch rot oder das ist schwarz. Aber keiner weiß vom anderen, was er wirklich sieht. Wenn man sich das mal überlegt, dass alles findet in dir statt. In mir stattfindet. Genau. Und ohne mich, wenn ich schlafe, gibt es die Welt noch. Einstein soll gesagt haben, ihm wäre wohler, wenn er wüsste, dass der Mond auch oben ist, wenn er nicht nach oben schaut. Ja. Aber du weißt es nicht. Und diese Erkenntnis, die hat bei mir alles verändert, weil du dann irgendwo diese weltlichen Dinge anders einordnen kannst und anders umgehen kannst damit. Das kann ich verstehen. Und ich glaube, das Wichtigste ist für uns alle, wir hören ja gleich Christina auch, den Menschen genau dieses Stück in der Mitte zu geben, nämlich wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin, dass ich das besser für mich umsetzen kann? Weißt du? Ja, die Menschen abzuholen, ne? Genau. Da, wo sie stehen. Aber eben, das kann nur jeder für sich. Und letztlich ist das größte Geschenk, wenn man nicht Bewusstsein hat, also Leiden ist nicht notwendig, wenn das Bewusstsein da ist, dann kannst du über das Bewusstsein dich weiterentwickeln. Aber wenn du irgendwie schläfst, dann ist halt wirklich das Leiden die absolut beste Form, Menschen zu unterstützen, damit sie suchen, dass sie mit sie weiter unterwegs sind. Und in dem Sinn gibt es dann auch keine schlimmen Dinge mehr, sondern es gibt nur noch Geschenke. Erklär mir bitte den Satz. Du hast jetzt gesagt, das Leiden im Schlaf, habe ich das richtig verstanden? Nicht im Schlaf. Oder das Leiden ist das Beste, um zu finden. Genau, genau, okay. Genau. Entschuldigung, Ananda, da ist vielleicht die Christina gerade der richtige Punkt jetzt. Denn genau das war ihr Thema. Karriere unterwegs, Ungarn, Musik studiert, etc., Oper, Gesang ohne Ende. Krise, ne? Kinderwunsch war irgendwie nicht ganz richtig und sagst, okay, bevor ich da zum Fenster rausspringe, kommt irgendein so ein Wesen zu mir und sagt, Christina, jetzt komm mal mit, jetzt zeig dir mal, um was überhaupt hier da unten geht. Leiden bis ganz unten, bis man sagt, so, ich habe fertig, ich will nicht mehr. Und dann geht plötzlich das Licht auf. Ich war letztens bis hier gesessen, da haben wir auch ein paar Tempo gebracht, aber ich weiß, ich wollte den Punkt jetzt gar nicht machen. Ich wollte gerade sagen, lass doch Christina ihre Geschichte erzählen. Ja, ich wollte nur kurz zusammenfassen. Ich wollte das gar nicht erzählen. Weil ich weiß, dass sie so gerne umschifft, aber ich habe das deswegen angesprochen beieinander, eben von diesem Schmerz, sprich von diesem, ne, von dem Schmerz, wo man durch muss, wo man vielleicht dann sagt, okay, jetzt muss ich was ändern. Oder jetzt darf ich was ändern, um hier rauszukommen aus diesem Schmerz. Dann darf ich jetzt reden. Gerne. Also die Geschichte will ich nicht erzählen. ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde, wo ich jetzt gerade bin, ist alles so einfach. Aber natürlich, sehr oft wir leiden, dass wir dann sagen können, okay, jetzt habe ich einiges verstanden und jetzt kann ich anders wie agieren. Anders wie mein Leben kreieren, weil ich erkenne, dass ich ein göttliches Wesen bin. Deswegen das erste Frage, was ich jetzt zu den Leuten stelle, immer wenn sie zu mir kommen, weißt du, dass du ein göttliches Wesen bist? Und sie sagen, ja, manchmal. Oder was? Nein. Oder einige sagen ja.
Und diejenige, wo ich, wie Sie sagen, dann ja, manchmal, dann sage ich, okay, dann denk daran, wenn du ein göttliches Wesen bist. Die nächste Frage ist, wenn du ein göttliches Wesen bist, Susanne, was bedeutet das für dich? Für mich ein göttliches Wesen zu sein? Ja, was bedeutet das? Dass ich im Endeffekt einfach nur sein darf. Okay, dass du alles machen kannst, was du willst, stimmt das? Das. Ja. Also worüber wir reden jetzt gerade, das ist exakt das. Wir sollten einfach zurückfinden zu dem, wer wir wirklich sind. Daran uns erinnern, wer wir sind und das leben. Deswegen ist es einfach. Aber natürlich in diesem Matrix, ihr habt schon alles gesagt, der Letzte in der Runde zu sein, ist natürlich eine Zusammenfassung, ist nicht immer einfach. Die Geistführer sagen, Leiden ist nicht nötig. Ihr macht das selbst. Genau, das ist der Punkt. Ganz genau. Und das war für mich sehr wichtig, das zu sagen jetzt. Sie sagen in den letzten Zeiten ständig, Leiden ist nicht nötig. Natürlich, wenn deine Seele einen Seelenplan, und das ist bei jedem so, ausgewählt hat, also all das, was ich sage, ist meine Erfahrung. Wenn jemand nicht einverstanden ist, ist es in Ordnung. Ne? Sie sagen zu mir immer, und ja, das Beste sage ich jetzt wirklich, seit einem Monat haben diese Botschaft durchgegeben, die Menschheit sollte lernen, die sogenannte, auf Italienisch heißt es, Conversazione Vibrazionale. Das bedeutet einfach miteinander reden durch die Resonanzgespräch. Mhm. Okay. Was bedeutet das? Du hast auch kurz angedeutet, die Wörter haben für jeden Mensch eine andere Bedeutung. Das ist deine Realität. Ich sage das immer, das ist dein Rucksack. All das, was du bis jetzt erlebt hast, das sind deine Wörter. Das ist gar nicht meine Muttersprache, könnt ihr vorstellen. Ich nütze einfach die Wörter, die in meinem Mindset sind. Wenn ich jetzt das Wort sage, Liebe, jeder von euch sehr wahrscheinlich fühlt was anderes. Hat eine andere Erklärung für die Liebe. Wie sollen wir dann so miteinander kommunizieren auf dieser Erde? Klang. Resonanz. Frequenz. Darum geht's. Das heißt, bevor Sie sagen, Sie haben mir das wirklich jetzt unterrichtet, mein drittes Buch kommt jetzt raus im Januar in Italien und es ist wirklich, ich habe das wirklich reingeschrieben. Bevor du anfängst mit jemandem zu reden, bleib still. Nicht sagen. Atmen. Zuhören, was die Vibration ist, sagt man Vibration? Mhm. Frequenz. Schwingung ist. Mhm. Und wenn du bereit bist, dann kannst du was sagen. Sonst nicht. Und darum geht es. Es ist wirklich alles einfach. Genau. Ganz, ganz einfach. Aber wir machen das kompliziert, weil wir natürlich ein Gehirn haben, ein Verstand haben, wir haben dann noch unser inneres Kind, also und natürlich unsere Seele. Wenn wir die drei zusammenbringen und die drei miteinander reden können und wir nicht ausschließen wollen, eine oder die andere, sondern wir lernen, dass die drei zusammen wirklich nur eine wollen, dass uns gut geht, dann haben wir alles. Christina, ich verstehe das gut. Auch die Zuseher werden sagen, okay, verstehe ich gut. Du redest dich jetzt in Anführungsstrichen leichter, aber sagst, ich bin ja durch diese Erfahrung durchgegangen, damit ich diese Weise jetzt transportieren kann. Muss man denn durch diesen Schmerz und Leid durchgehen, um hier anzukommen? Kann ich das auch annehmen in einem Moment? Darf ich meinen Geistführer fragen? Ja. Weil ich als Mensch, ich glaube, ich kann dir keine Antwort geben, weil das Leiden ist zu groß. Mhm. Die sagen die ganze Zeit, wir müssen nicht leiden. Warum leiden wir dann alle? Dann frage ich immer, also ihr, was soll denn das? Warum habe ich dann ausgewählt dieses Leben, wenn ich eigentlich ebenso leide? Ich will zurück. Ich war schon so klein. Ich habe gesagt, nein, ich will dieses Leben eigentlich nicht. Ich habe schon damals mit, keine Ahnung, vielleicht war Jesus, ich habe immer Jesus gesagt, geredet und ich will nicht da sein. Ich war immer, habe mich immer ausgeschlossen gefühlt von alles. Das Einzige, was mich gerettet hat, ist der Gesang. Mein Leben wurde gerettet durch die Musik, durch den Gesang. Und sie sagen die ganze Zeit, du sollst nicht leiden, aber die menschliche Wesen als Rasse, sagt man das Rasse, oder? Mhm. Ist noch nicht so weit. Verstehen sie noch immer nicht,
dass sie durch diese Leidenphase nicht durchgehen müssen. Aber sie machen es trotzdem, weil das ein Spiel ist. Eigentlich, wenn wir verstehen würden, dass das alles ein Spiel ist und wir spielen würden, wirklich spielen würden, dann würden wir uns nicht mehr ernst nehmen, eine ganze alles ernst nehmen, auch nicht den Bank, wo die dich anruft, sondern einfach kreieren, daran sich erinnern, dass ich göttliches Wesen bin. Das ist also ganz stark, was ich spüre. Sie sagt wirklich, du bist ein göttliches Wesen. Was hat Jesus gesagt, wo er auf dem Wasser gelaufen ist? Du kannst es auch machen. Mach das. Bei Matrix, geh durch den Wand. Kannst du das machen? Mach das. Können wir das machen? Ich gehe jetzt durch? Nein, ich werde nicht durchgehen, weil ein Teil von mir noch immer denkt, dass es nicht möglich ist. Genau. Ich möchte unbedingt etwas sagen dazu, weil das war für mich so eine Befreiung, als ich herausgefunden habe für mich, warum dass das so ist, dass die Menschen eigentlich alles haben könnten und trotzdem leiden. Oder auch jetzt in dieser Zeit, die hinter uns liegt, ich habe es nicht verstanden, warum die Menschen mitmachen, warum die in einem leeren Zug sitzen und Maske tragen. So, ich habe nie eine Sekunde eine getragen, habe gedacht, das geht nicht, irgendwie. Ich habe es nicht verstanden, ich wurde fast verrückt, warum ist es so, warum machen die Menschen mit? Und dann kam mir diese Sache wieder in den Sinn von Nelson Mandela, der hat ja in einer Rede mal etwas gesagt, die Menschen haben mehr Angst vor ihrem Licht und ihrer Größe als vor der Kleinheit und vor der Dunkelheit. Das ist übrigens nicht ein Zitat von ihm, sondern von einer Frau, Marianne Williamson, die hat ein Buch geschrieben, basiert auf dem Kurs in Wunder, und dort drin steht das. Und das habe ich immer so als schönen Spruch in meinen Seminaren irgendwie gebracht, aber es hat nicht gelebt. Und plötzlich ist es mir aufgegangen, die tiefste Angst, noch tiefer als die Angst vor dem Tod, ist die Angst, die Täuschung aufzugeben, das, was wir kennen, aufzugeben. Ja. So komisch es ist. Da vorne ist das Licht, das ist die Freiheit, das ist die Leichtigkeit, das ist alles einfach. Aber ich bleibe lieber in diesem Schmerz, in diesem Leid, in dieser Begrenztheit. Ich bin lieber Opfer, weil das kenne ich. Also eine Art von Kontrolle. Ja, ich wollte das gleiche Wort nutzen. Nur es geht nur um das. Es geht nur um das. Es geht nur um die. Es ist wirklich so, es ist die tiefste Angst. Meine Erkenntnis und das bestätigt sich. Aber wenn du fragst, zum Beispiel die Leute, die Nahtoderfahrung gehabt haben, und ich habe wirklich einige Leute kennengelernt, und es hat mich wirklich wahnsinnig im Herzen getroffen, wo diese Menschen zu mir gesagt haben, das Einzige, was uns, also die Menschen, die Nahtoderfahrung gehabt haben und die das nicht gehabt haben, es unterscheidet ist nur einer. Wir haben keine Angst. Wir haben keine Angst. Ihr habt Angst. Wir haben keine Angst. Wir haben schon gesehen, was passiert. Also es ist sehr... Aber Angst steuert unser Leben. Und das ist genau das, was du sagst. Ja. Das ist so entscheidend. Das ist der Kontrollmechanismus in unserer Matrix. Richtig. Und das, wenn du so lächelst, so bezaubernd lächelst, ich freue mich die ganze Zeit schon auf deine Musik. Ja, mir auch, genau. Aber das ist wirklich das Allerentscheidendste. Und was du sagst, wenn dahin geht, wenn wir ins Gefühl, in die Freude gehen, über das Gefühl steuern, dann ist die Angst weg. Dann ist es so einfach. Diese Frau, die hat so gestrahlt und so gelächelt und ich habe ihr nur die Hand gereicht, dann war die Angst weg. Dann war sie gesund. Sie war in dem Moment gesund. Und das ist genau das, was deine Geistführer... Ja, und Gott sagt das auch ständig, überall. Das Einzige, was ich vielleicht noch wichtig finde zu sagen, dass wir... Also ich finde es wunderschön, dass wir die anderen Menschen helfen. Aber ich in der letzten Zeit fände ich noch wichtiger, dass wir ihnen zeigen, dass du das kannst. Eben. Genau. Also diese äußere Input, sage ich auch durch die Frequenzen, das ist noch natürlich meine Arbeit durch den Klang, finde ich wichtig, aber seit einem halben Jahr mein Geistwesen sagen, okay, Healing Voice ist gut, aber nächster Schritt ist, dass du ihnen sagst, wie die das machen. Das ist der Punkt. Und das du kannst das selbst machen. Hören wir auf, ständig auf irgendjemanden immer angreifen, mach mir das, machst du mir das, bitte zeig mir das. Nein, aber du noch, hast es. Aber noch wichtiger ist eben, dass du es zuerst für dich machst. Das meint sie ja, das sagt sie ja. Das sowieso, ja. Und wenn du sagst, irgendwie, zuerst komme ich und alle anderen, das habe ich so, eine provokative Aussage ist das, und dann wirst du als Egoist dargestellt und ich weiß nicht was alles, aber es ist wirklich wahr. Ja, sonst kannst du es da nicht rüberbringen. Wenn
ich schaue, dass es mir gut geht, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass ich, so, dann kann ich ja gar nichts machen, was anderen schadet. Das ist aber mein Motto ist change your, sorry. Ja. Mein Motto ist change your frequencies and everything will be changed. Das heißt, verändere deine Frequenzen, darum, um den wird sich alles verändern. Und der Bäcker ruft nicht mehr an. Ja. Der Bäcker ruft nicht mehr an. Der Bäcker kann ruhig anrufen. Du, möchtest du? Ja, ich würde gerne. Seit ich mich hier hingesetzt habe, ich habe dir gestern geschrieben, ich weiß, dass ich heute eine kurze Heilung machen soll. Ja. Und ich bin reingekommen, habe gesagt, wegen der Fernsehweise, wo kann das stattfinden? Und dann, ich habe gedacht, okay, das ist ein guter Platz, aber ich fühle nicht, dass ich dir die, und habe herumgeschaut und habe gewusst, okay, der Herr, Jürgen, bitte. Also für die Leute natürlich, die das nicht wissen, ja bitte, was ich mache, ich weiß auch nicht, was ich mache. Das ist das Beste. Ich gehe einfach in einen veränderten Bewusstseinszustand und ich lasse alles zu. Bleib noch kurz. Was steuert unser Leben? Also wir. Oftmals kriegen wir auch von außen Einflüsse und Hilfestellungen sichtbar, manchmal unsichtbar. Ja. Und Schwingung, Frequenzen. Wir sind nie alleine. Nee. Aber das ist wirklich. Sind alles nur Schwingung, Frequenzen, Schwingungen und Möglichkeiten. Und aus dem unendlichen Feld dieser Möglichkeiten wählen wir, müssen wir eigentlich nur das aus, oder wir wählen das aus. Und wenn wir das auswählen, dann entsteht entweder so ein Leben, in, wie ich es erst hatte, ja, in Abhängigkeiten von allem, oder man erschafft sich das Leben, was frei ist. Das, was Christina jetzt gerade gezeigt hat,
Jetzt muss ich gucken, dass meine Stimme bleibt. Ist für viele Menschen nicht verständlich. Ich weiß, es ist mir auch egal, wer das versteht oder ja, nicht. Ja, und es ist die so 90% toll. Kritisieren, weißt ja. du? Aber das ist der Mensch. Ja, weil sonst wäre ich noch Opernsängerin, weißt ja, du? Ja, genau. Ich habe das nie gesucht. Das ist das Letzte, was ich in meinem Leben machen wollte. Und wenn ich mich jetzt noch zurückschaue nachher, werde ich sagen, das oh mein ist Gott. Das, weil ist das. Also ich bin einverstanden. Ich komme aus dem Heulen nicht mehr raus. Ja. Und du hast nicht mich geheilt. Doch. Also, Christina, ja. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Jeder von uns ist ein Nimm Geschenk. Es doch einfach mal an, du bist ein Geschenk. Ja, aber ich bin auch bei dir, jeder ist ein Geschenk und Christina hat ihre Art. Das und ist ihre Aufgabe, ihre. Ja. Jeder bringt ihre eigene Mission mit auf diese Erde. Genau. Ja. Und deswegen finde ich genau einfach großartig, jeder Mensch ist großartig. Und wenn wir das wirklich merken, dann gibt es keine Konkurrenz mehr. Ja, okay. Wobei man kann noch etwas weiter, eben jeder Mensch ist großartig, wenn man noch etwas tiefer geht und schaut, was. Eben, wer bin ich, wenn du das wieder aufschlüsselst? Und seit ich diese Quantengeschichte kenne, kann ich das irgendwie als Ingenieur erklären. Also wenn du ein Mensch und dann Systeme und dann Moleküle, Atome, subatomare Teile und dort ist ja das meiste nur noch Vakuum, also, und dann gehst du noch weiter runter. Und dann kommst du eben jenseits der Dualität in die Quelle oder das Feld oder Quantenphysiker sagen Bewusstsein und andere sagen Gott. Und dann heißt es eigentlich, ich bin ein Mensch und gleichzeitig Gott. Mhm. Also wie beim Meer, ich bin die Welle und das Meer. Also das ist dann nicht überheblich zu sagen, ich bin, und wenn ich dann weiß, dass ich letztlich Gott bin, dann kann man gar nicht mehr wenn man aus der Quelle kommt, nicht mehr gut sein, so wie man ist. Es kann ja nur, das Göttliche kann sich nur im manifestieren als etwas Gutes, so wie du sagst, als Mensch ist, jeder Mensch ist gut, wie er ist, weil er letztlich Gott ist. Aber was ich jetzt in dieser Runde auch so sagen darf, es ist so wichtig, dass man dann, wenn man das gefunden hat, wenn diese Energien kommen, es nicht überlegt, ist es das, was der Mensch sehen will, sondern wirklich ganz bei sich ist und einfach nur dieses, was dann als Berufung, als Passion da ist, auch wirklich lebt. Ja. Weißt du, wie gesagt, ich habe das nie gesucht. Das ist nicht etwas, was ich studiert habe. Die Menschen denken, das ist eine Methodik. Es steckt hinter gar nichts, außer meine Geschichte, worüber ich natürlich mein erstes Buch geschrieben habe. Und diese Geschichte geht weiter, verändert sich die ganze Zeit, weil natürlich je mehr ich bewusster werde, desto mehr kann auch die geistige Welt, nennen wir das einfach so, durch mich durcharbeiten. Ich sage immer, wenn es mich interessieren würde, was die Menschen von dem halten, was ich mache, dann wäre noch immer eine Opernsängerin. Okay? Ja. Bin ich aber nicht. Außer dessen, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich jetzt krank. Weil ganz am Anfang, es war nicht einfach für mich. Ich wollte das wirklich nicht. Und die haben die ganze Zeit mich geschoben, und wo ich das nicht gemacht habe, mir ging es wirklich schlecht. Das erste Nacht werde ich nie vergessen. Ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, was das ist oder warum soll ich das überhaupt machen. Und ich bin wirklich in der Nacht so um 3 Uhr aufgewacht und mein Hals war riesig und ich habe diese Schilddrüsen. Ja, nicht die weißen Placken. Und richtig, richtig, als ob jemand mir in dem Hals so gestochen hätte, irgendetwas. Und habe gesagt, ja, was ist das? Warum kommt es? Also wenn wir wirklich eine Mission haben, und ich glaube an das, dass wir jeder eine Mission haben, und wenn wir diese Mission nicht weiterbringen, dann kann uns das wirklich auch nicht so toll sein. Ich möchte da gerne einhaken. Das, was du sagst, ist völlig richtig. Wir haben eine Mission. Wir haben eine Aufgabe übernommen. Ich würde eigentlich lieber liebevoll sagen, Aufgabe. Du hast auch eine Aufgabe, eine ganz wichtige. Ich sehe das. Ich kann da reingucken. Das Spannende ist, ich kenne ja jetzt Christina auch schon ein paar Jahre und ich durfte ja ihren Weg verfolgen. Ja. Und ich kann sagen, der Weg ist heute anders. Ja. Ist völlig anders zu dem, spannend. Wie ich dich am Anfang kennengelernt habe. Ja, aber das ist wirklich so, also
Ob es Angst ist oder Schuld oder Traurigkeit, das haben wir alle mal erlebt. Das gibt es auch und diese Kokons haben wir alle in uns. Die kann man auflösen. Aber das ist genau das. Finde deine Aufgabe, wo du verbrennst. Und wenn wir dem Ruf unserer Seele nicht folgen, das spüre ich immer wieder, dann werden wir krank. Genau. Der Ruf unserer Seele, wenn wir dem folgen und wenn wir das tun, was unsere Intuition uns sagt, das ist ein Prozess, das zu lernen, aber man kann es lernen. Und wenn wir dem Ruf unserer Seele folgen, alle dem Ruf unserer Seele folgen würden, für mich ist das immer wie so ein großes Puzzleteil. Jeder von uns ist so ein Puzzlestück. Und das Puzzle wird erst vollständig sein, die Erde wird erst geheilt sein, wenn jedes Puzzlestück an dem Ort ist, wo es hingehört. Und dann wird unsere Welt wieder heile sein. So stelle ich mir das vor. Amanda, darf ich dich jetzt mal fragen, du arbeitest ja mit Quantenheilung. Wenn ich jetzt zu dir komme, geht's okay. Wie sieht deine Arbeit genau aus? Dankeschön. Oder deine Passion vielmehr. Ja, genau. Deine Vision. Wirklich so, seither gibt's nicht mehr Work-Life oder solche Sachen oder Samstag, Sonntag oder kenn ich so. Auch nicht. Es ist einfach Leben so. Ich mache zwei Sachen. Das eine ist, ich gebe Seminare, ich lerne die Leute Quantenheilung. Und Quantenheilung kannst du mit der Zwei-Punkt-Methode, so wie ich es mache, nach 3 Stunden kannst du das? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Also versuch es mir zu erklären. Okay. Also, die Quantenphysik hat bewiesen, dass hinter allem eben dieser große Geist ist. Und wir sind alle naturwissenschaftlich geprägt aufgewachsen, so war ich. Und wenn man nur in diesem Bereich denkt oder lebt, dann kommt man natürlich zu Lösungen, noch mehr Technik und noch mehr KI und noch mehr Sachen. Und wenn man dann die Grundlage, die Quantenwelt sich als Grundlage nimmt, dann weiß man, dass alles eine Folge von Bewusstsein ist. Und wenn du jetzt eine Folge von Bewusstsein bist und du hast eine kaputte Schulter und das alles ist nur Schwingung und Illusion, dann und dieses Konstrukt wird gesteuert durch diese Quelle, durch dieses Bewusstsein, dann ist es doch ein einfaches, dass dieses Bewusstsein diese Teile anders zusammensetzen kann und die Schulter ist geheilt, als Beispiel. Statt jetzt im Außen, wie ich das früher vor allem gemacht habe, im Außen Dinge verändern zu wollen, gehst du einfach und sagst dieser Quelle, du, da ist eine kaputte Schulter, die will die repariert haben, bitte reparieren. Und dann gehst du einfach zurück und wunderst dich, was geschieht. Das ist doch eine komplett andere Geschichte. Und du musst nichts mehr machen, du musst nichts können, du musst nichts wissen, du musst nichts tun, wenn du Quantenheilung machst. Lass es einfach geschehen, nur diesen Impuls ins Feld geben und dich wundern. Und oft geschehen dann vor deinen Augen Wunder. Das finde ich eine schöne Sache, Marketing-Gag vom Universum. Damit du dranbleibst irgendwo, oder diese Welle, wo Leute umfallen und so. Aber letztlich, wenn du Quantenheilung machst, ich habe vorher so viel gelernt. Und du kannst so viele Techniken lernen und dann musst du diese Techniken ansetzen. Warum dann nicht einfach in die Quelle gehen und mit diesem Lösungspunkt sagen, okay, ich will jetzt für das eine Lösung und dann gibst du es ins Feld, lässt geschehen und schaust, was geschieht. Und deshalb kann es jeder lernen, weil du nichts können, wissen und tun musst. Weil es geht nur darum, letztendlich diesen Impuls zu setzen, etwas ins Feld zu geben und für mich ist das so wie modernes Beten. Ich bin auch irgendwie christlich aufgewachsen, aber dann kam diese Idee, das ist doch wunderbar, wenn im Stall eine Kuh nicht richtig und so, dann wusste man ja, da ist noch irgendein Gott da, der kann helfen, der kann jede Krankheit heilen, der sieht alles, aber er sieht auch, wie viel Unheil oder Dinge ich gemacht habe und dann komme ich in die Hölle. Ja, ja. Und dann habe ich mich gelöst von dieser Technik, von dieser Idee, ich bin aus der Kirche ausgetreten und gedacht, ich mache alles nur noch mit dem Kopf als Projektmanager. Man kann alles auseinandernehmen, Teilprojekte machen, sogar die Beziehung kann man auf diese Art machen. Und gesehen, das alleine geht ja auch nicht. Und jetzt ist für mich Quantenheilung eigentlich modernes Beten. Weißt du, beim Beten war es ja auch so, da
da ist jemand, der kann alles, der weiß alles. Nur war mein Red eben auch sehr richtend. Und jetzt habe ich einfach dieses Feld. Das mache ich, statt ich halt bete, mache ich jetzt Quantenheilung und sage eigentlich diesem Feld, hier habe ich ein Thema, ändere das. Und ich weiß, das ist dann wichtig, ich weiß nie, was geschieht bei der Quantenheilung. Das ist richtig, hat eine spannende Sache und schwierig dann vielleicht auch zu vermitteln. Es kann sein, dass das gerade geschieht, was man will, aber es kann sein, dass es dem Hund besser geht. Und dann gehst du spazieren, lernst jemanden kennen, der sagt dir von einem Arzt im Wartezimmer, liest du genau das, was du brauchst. Also die Kausalität siehst du nicht. Quantenheilung hilft immer, wirkt immer, immer heilend, immer ordnend, immer dem Seelenplan entsprechend, aber du hast keine Ahnung, was geschieht. Deshalb miss auch nicht, wird es besser oder schlechter, sondern schau einfach, was verändert sich. Also das kann ich den Leuten zeigen, weil es sehr einfach ist. Und dann hat jeder dieses Instrument bei sich. Er kann einfach jederzeit beten, und zwar nicht über irgendwelche Zwischenwelten, über Fähigkeiten, nur mit der Quelle direkt kommunizieren. Universum ist nicht blöd, ich muss auch nicht spezielle Formulierungen bringen. Das finde ich eine großartige Sache. Und das Zweite, dass ich natürlich dann auch Leute einzeln begleite, die halt eben wegen dem Bankberater, der anruft oder so, spezifisch halt noch etwas unterstützen kann. Super. So. Ich danke dir. Christina, ich habe noch mal eine Frage. Menschen, die das jetzt gesehen haben, wie du arbeitest, hast du vielleicht für die, die das noch nie gesehen haben, was da passiert, kannst du kurz erklären, was dann in dem Moment passiert oder abläuft? Es ist ganz einfach. Ich gehe einfach in diesen Trance, man nennt es so, und ich lasse einfach durch die Energie, die Quelle, was kommen soll. Und in Form von Tönen. Für mich ist das sehr wichtig. Ich kenne meine Geistführerin. Für mich ist es wichtig, sie zu spüren, weil das ist fast für mich als Mensch eine Bestätigung, okay? Nicht, dass irgendwas ist, sondern das ist, was sie dann auch wirklich zulässt. Und weil du mich schon seit einiger Zeit kennst, du weißt ganz genau, dass es gibt, wirklich verändern sich die Sachen. Also das heißt, ich gehe einfach in diesen Trance und ich lasse alles zu. Ihr habt jetzt ganz kurz gesehen, die sind natürlich die Teil von dem Klänge. Das ist der wichtigste Teil. Und dann kommen die Botschaften. Was sind diese Botschaften? Die Botschaften sind die Botschaften, die die einfach auswählen, worüber sie reden wollen zu dem Mensch. Ganz persönlichen Sachen natürlich, einfach mal diese Lampen aufzuschauen. Oh ja, aber ich habe schon das gewusst, klar. weil wir wissen alles. Wir brauchen manchmal Bestätigung einfach. Wir brauchen einfach Bestätigung, oh, ich bin auch göttliches Wesen, ich kann es auch machen. Ich kann direkt zu der Quelle gehen. Das eigentlich ist ganz einfach, weil wenn ich erkenne, dass ich ein göttliches Wesen bin, ich bin schon Teil von dem Quelle. Ja. Also wirklich einfach, wirklich einfach. Für mich natürlich, jeder Mensch bringt halt, wie gesagt, ihre Aufgabe auf diese Erde oder Mission oder Liebe einfach zu teilen mit Mitmenschen. Bei mir ist einfach der Klang, und weil alles besteht aus Klang. Wir haben ungefähr 70 Trillionen Zellen, jede Zelle klingt anders. Und ich habe gearbeitet mit einem Professor, und er hat wirklich, ihr könnt das im YouTube auch finden, wie die Zellen, die nicht so gut mehr funktionieren, wie sie klingen. Die gut funktionierenden Zellen haben eine Melodie, oder einfach nur so. Und die, die nicht funktionieren, klingen so. Es ist wahnsinnig interessant. Und die haben dann in Bologna an der Universitätsklinik angefangen, wirklich mit der Frequenzentherapie die Leute zu helfen. Zum Beispiel, wenn jemand ein Leberproblem hat. Leber hat natürlich die Frequenzen und verschiedene Frequenzen, aber sagen wir, jetzt nehmen wir nur eine. Und dann bringen sie einfach die Frequenz, geben sie einfach den äußeren Input zurück. Warum? Weil dadurch mein Leber sich erinnern wird, weil ich bin ein Musikinstrument. Oh, ich habe mal so geklungen. Warte mal, ich kann das selbst machen. Das ist ein guter Tipp. Es geht also nicht darum, irgendwas wegzunehmen, nein, sondern wirklich die Zelle. Dich daran zu erinnern, genau, wer du bist. In alle Ebenen. Dich durch daran alle, zu erinnern, wer durch du alle bist. Frequenzen hindurch. Ja, genau. Christina, ich würde jetzt gerne noch einen draufsetzen. Das, was du sagst und das, was du sagst, ist das Gleiche. Natürlich. Es ist klar. Exakt das Gleiche. Und ich kann
ich fühle Energien, ich kann die fühlen, Sabine auch. Und wir können an dem Punkt sagen, da ist es und da eine andere Frequenz reingeben. Ja. Das ist Transformation. Richtig. Du mit Gesang, du mit Quantenheilung. Ja. Ich weiß nicht, was hier für Menschen sitzen. Alle haben was Wunderbares. Ich kann wunderbar mit Sprache, mit Menschen reden. Weiß ich, dass ich die Frequenz verändern kann, habe ich schon erlebt. Wer weiß, was ich noch alles kann. Ich habe es nur noch nicht wiederentdeckt. Aber also ich bin gerne bereit, das alles zu entdecken. Genau. Es ist ja das Schöne, dass jeder seins hat. Und wenn das mal wirklich jeder versteht, ich muss das gar nicht machen, was Christina Nein. macht. Ich darf einfach Nein. das machen, ja, freu, was ich darf bin, mich ja? Ich habe mich so gefreut, das zu hören. Es ist und wir nennen das halt, was wir gerade gelernt haben, also von der Anke Ewerts Cosmic Healing. Und da war so der letzte Punkt bei uns, der fehlte. Farben, Frequenzen, Schwingungen, Möglichkeiten, das ist alles. Ja, dann haben wir jetzt eine Cindy-Reihe vom Wurzelheimer, die sagt, okay, Wiederfindung deiner Talente. Okay. Ja, deine Inner, wie viele Menschen sind denn auf ihrem Seelenweg oder suchen irgendwas und haben überhaupt keine Ahnung, was sie überhaupt suchen? Und weißt du, wo ist das? Die einfachste. Da, wo man nicht hinschaut, da hat man sein Talent. Na, das ist dein Talent ist dort, wo du das Einfachsten und das wirklich von deinem Herzen machst. Dort ist dein Talent. Mhm. Nur das Problem ist, dass die Menschen wollen irgendetwas, irgendjemand sein. Was außen? Weißt du, oh, ich will jetzt ganz bekannt sein, ich will das und das und das machen, das ist der Verstand. Und vielleicht, ich kann nur einfach wunderschöne Torten machen. Das ist der Punkt. Entschuldige, du, sofort. Aber das Thema ist einfach, wir verwechseln Talente und Gaben mit Medialität. Mhm. Ja? Natürlich, diese Medialität ist ja, ich habe das, oder mir sagen... Was ist Medialität? Für mich ist die Medialität quasi das, was andere oder sagen wir mal der normale Mensch als Spiritualität bezeichnet. Okay. Also ich habe immer den Zugang auch zur Quelle. Ja? Aber es geht nicht darum, mal durch meine Hellsinne jetzt diese Quelle zu beschreiben, sondern es geht darum, meine Talente und Fähigkeiten. Vielleicht Deine kann Berufung. Ich... Ja, genau, vielleicht bin ich die beste Putzfrau ever. Und vielleicht ist es genau das, dass ich mit dem, was ich ausdrücke, dann natürlich auch in meiner Medialität ausdrücke, den Menschen helfen kann. Genau, die Frage ist, sollten wir uns immer fragen, bin ich glücklich genau. oder bin ich nicht? Genau. Wenn ich nicht glücklich bin, dann muss ich was ändern. Genau. So und dann, wenn man aber das Talent lebt, dann hat man aufgehört zu arbeiten. Ja, das ist so. Genau. Es gibt für mich zum Beispiel keine 7-Tage-Woche, weil für mich ist jeder Tag gleich. Ich liebe meine Arbeit und das kann überhaupt keiner aber verstehen. Aber wir lieben auf alle für die Christina ihre Klänge. Genau. So, Christian, wolltest du noch? Soll ich zum Klavier gehen? Bitte. Also was jetzt dort dann geschieht, ist kein Trance, okay? Nicht? Sondern ich bin auch als Mensch hier, nicht nur als Trance. Sehr schön. Das haben wir schon gespannt, ja. Thank you.
Danke, Christina, für deine Improvisation. Danke für den Ganzkörperschauer. Ja. Was steuert unser Leben? Ist Musik direkt aus der Quelle. Wir haben heute ein paar Einblicke, ein paar Perspektiven bekommen, was es sein kann. Offensichtlich liegt es in jedem Einzelnen. Und jeder darf selber herausfinden, was ihn steuert und wo er hin will. Und er darf sich Hilfe suchen, das ist wichtig. Wenn er es allein vielleicht nicht findet, was vielleicht verschüttet ist. Ja, danke an die Runde. Danke, dass ihr da wart. Danke für die emotionalen Momente. Dankeschön. Dankeschön, dass danke. Danke für die Heilung, die du gerade nicht nur uns hier, sondern auch jedem geschenkt hast, der dann diese Sendung sieht. Und danke an die Zuseher. Das war Wurzelheimat. Bis zum nächsten Mal.